Liebe Fußballfreunde da draußen, es ist unfassbar. Wir schreiben die 30. Episode des dritten Liga-Top-Themas und wir haben uns dazu einen Gast ausgesucht, der schon 30 Vereine besucht hat und zwar auch schon bei denen gespielt hat. Und das ist Marvin Poirier. Danke, danke, danke. Schönen guten Tag an alle erstmal und da auch einen schönen guten Morgen. 30 ist weit hergeholt, aber ich glaube, ich bin doch schon nah dran. Ja, ich wollte gerade sagen, was tippst du denn? Ich hatte es letztens noch mit meinem Sohn, um ehrlich zu sein. Ich glaube, bei 13 Seniorvereinen war ich und ich glaube, 4 oder 5 Jugendvereine. Ah, wirklich, wir sind nur einem Verein treu, Magenta Sport. Ne? Ja, guck mal. Können die Leute zu Hause wissen, es ist jetzt gerade Dienstagmorgen 9 Uhr und da muss ich sagen, fantastisch, wie wir um die Uhrzeit schon alle aussehen. Toll. Ja, aber das ist super. Also muss ich wirklich sagen, jeder ist frisch, jeder ist gut erholt, hat wahrscheinlich auch viel Schlaf nachgeholt. Bei uns ist es im Moment so, also ich falle wortwörtlich wirklich ins Koma momentan, weil auch wirklich viel, viel zu tun ist und viel zu machen ist. Wir sind auch gerade noch am Umziehen gewesen. Die beiden Ältesten, der eine in der Schule, der andere in den Kindergarten und der etwas ganz Kleine, da sind wir froh drüber, der schläft die Nacht gemütlich durch. Ja, ist doch wunderbar, da geben wir doch gleich mal richtig schön Gas am frühen Morgen. Ja, Christian, schön, dass du auch dabei bist übrigens. Hallo. Lass uns direkt reinstarten in unsere Top 5 Fragen beim dritte Liga-Top-Thema. Ich starte mit Frage Nummer 1. Was hat dich am meisten beim FC Liverpool beeindruckt? Das Ganze drumherum, der Verein, der Name, die zahlreichen Legenden, ne, wie Steve Highway, Ian Rush, Jamie Carragher, Steven Gerrard und auch die ganze Philosophie, das Umfeld. Also ich könnte man sagen, da bin ich zu einem Erwachsenen rangereift. Ich bin damals im Alter von 15 Jahren, im zarten Alter von 15 Jahren damals nach England gegangen und es ist eine Erfahrung, die ich nie missen möchte und nie missen werde, weil es war eine wunderschöne Zeit. Da reden wir gleich noch drüber. Jetzt die zweite Frage. Welche Farbe wählst du? Schwarz oder Rot? Rot. Ja, gut, das hat uns jetzt verwundert, oder, Alex? Ja, ich dachte, du kommst jetzt mit Schwarz, wegen Alois Schwarz und Danny Schwarz, das sind ja zwei Trainer, unter denen es gut läuft. Ja, also ich sag mal so, beim Alois hatte ich, glaube ich, bis dato eine sehr erfolgreiche Zeit, nicht nur durch den Aufstieg, auch das drumherum mit Torschützenkönig. Aber ich glaube, wir als Mannschaft waren in dem Jahr sehr, sehr komplett. Und waren in vielen Facetten sehr gut und auch Alois Schwarz hat einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass wir als Mannschaft so funktioniert haben. War natürlich frech von uns. Du bist ja momentan bei Würzburg und dann wählt man natürlich die Farbe. Ja, sicher, klar. Aber ich habe jetzt auch mehr an so ein Auswärtstrikot gedacht, weil wir haben auch ein schwarzes Auswärtstrikot. Und Das ist wie vom Tor, nicht zu viel denken. Nein, überhaupt nicht. Erst danach. Wenn dann nächste Frage. Kann. Wenn du gegen den FCK triffst, dann? Ja. Dann? Ob ich jubel? Ich habe es mir unterlassen zu jubeln, weil erstmal den Respekt dem Verein gegenüber und den Fans, weil wir hatten letztes Jahr eine sehr, sehr schwierige Phase. Und der Verein bedeutet mir eine Menge, weil ich konnte mich da so ausleben und so sein, wie ich bin. Nicht, dass es jetzt nicht andersherum wäre, jetzt hier in Würzburg, aber der Verein, ich konnte mich mit 100% mit dem Verein identifizieren und es war schön dort. Und den Fans gegenüber und dem Verein werde ich nicht jubeln. Sollte Christian, ich treffen. Christian, hast du gehört, da hinten hat jemand geschrien. Ja, irgendwie. Das war ein Hüsterchen. Wer? Das war ein Hüsterchen, das war unser Kleiner, der kränkelt ein bisschen momentan. Okay, gute Besserung. Ja, ich hoffe, ihm geht es bald wieder gut. Jetzt die nächste Frage. Das würde ich rückblickend in meiner Karriere anders machen. Da gibt es nicht vieles. Da gibt es wirklich nicht vieles. Also ich bin zu der Person geworden, die ich heute bin, dadurch, dass ich die Dinge gemacht habe und so handgehabt habe, wie sie halt gekommen sind. Vielleicht hätte ich in manchen Situationen vielleicht etwas sachlicher bleiben sollen oder sachlicher werden sollen, aber ich würde nichts ändern. Ich bin zufrieden
und glücklich mit dem oder all sowas, was passiert ist. Letzte Frage in der Top 5 Schnellfragerunde. Sing uns eine Zeile von deinem Lieblingskünstler Pietro Lombardi. Nein, also ich bin absolut kein guter Sänger. Ja klar, also in der Zeit in Karlsruhe, weil Pietro ja auch ein riesen Karlsruhe-Fan ist, habe ich ihn dort kennengelernt und ja, ein Top-Typ. Ja, aber singen tut heute nicht. Also besser werde ich auf jeden Fall nicht singen als er. Wobei, Wenn, dann singe ich nur unter der Dusche. Er kommt ja auch eher über die Emotionen, ne? Er ist ein sehr emotionaler Mensch, das stimmt. Aber das, ich glaube, das ist immer so ein Teil von der KSC-Familie. Da ist jeder sehr emotional. Ja, gut, dann nächstes dritte Liga-Top-Thema mit dir unter der Dusche. Dann kannst du auch ein bisschen singen. Ja, klar. Ich stelle auch die Kamera auf für euch. Springen wir mal kurz ins Hier und Jetzt, oder Christian? Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir dich schon mal, oder jetzt haben wir einen ersten Eindruck gewonnen und es sind ja auch schon viele Themen besprochen worden, auf die wir noch eingehen werden. Aber jetzt reden wir mal ein bisschen über die Aktualität. Wir haben es ja gehört, Würzburger Kickers, das ist dein Verein. Da lief es in der Vergangenheit nicht so dolle. Bis jetzt 2-1 Sieg gegen Türkgücü. Du hast getroffen zum 2-0. Ich gehe mal davon aus, da sind schon ein paar Steine vom Herzen gefallen nach dem Erfolg. Klar, auf jeden Fall. Ganz besonders dadurch, dass wir jetzt nach so einer langen Zeit unseren ersten Heimsieg holen, war das für uns wirklich eine Riesenerleichterung. Wir sind wirklich, wir hatten eine Höllenfahrt hinter uns. Wir haben nicht wirklich die entsprechende Leistung gebracht, die wir bringen wollten. Dann kam der Trainerwechsel, darauf dann sofort der Sportdirektor. Ja, aber so wie es im Fußball ist, ist es immer, man trifft sich und Fußball ist schnelllebig. Ne? Und ich glaube, man sollte nicht immer andere den schwarzen Peter zuschieben, weil am Ende des Tages sind es immer noch wir, die auf dem Platz stehen, dafür zu sorgen, dass wir unsere Leistung bringen und dass wir auch das Ergebnis bringen. Aber irgendwie wollte der Funke nicht überspringen. Und ja, dass es jetzt soweit ist, war uns auch früher oder später klar, weil die Qualität und das Potenzial ist da. Nur dieses richtige Abrufen auf dem Platz, das gelang uns am Anfang nicht. Und wir sind jetzt halt wirklich sehr zufrieden und sehr stolz darauf, dass es mit dem ersten Heimsieg jetzt geklappt hat und dann auch so souverän. Du hast schon eine sehr kunterbunte Karriere verlebt, hast auch viele Jahre in Dänemark gespielt. Wie viel Däne steckt denn noch in dir? Ich war 5 Jahre in Dänemark und die Zeit, die war sehr schön, weil die dänische Kultur, dieses Familiäre, das steht an allererster Stelle. Und ich fand die Zeit sehr schön. Ich konnte da wirklich auch im Seniorenbereich reifen. Und auch gut reifen und konnte da auch viel an Qualität und Potenzial zugewinnen, weil die dänische Liga, man sagt immer so, ja, Dänemark, hier und ja, aber man sieht ja auch, ich glaube, die Nationalmannschaft hat von Dänemark 5 Spiele. Ist schon qualifiziert. Ist schon qualifiziert. Ja. Da merkt man schon, dass die Qualität und dass das Potenzial in Dänemark sehr, sehr hoch ist und auch an den Spielern. Wenn man einen Thomas Delaney sieht, mit dem ich zusammen in Kopenhagen gespielt habe, Nikola Jørgensen, Andreas Cornelius, Josef Paulsen, der bei Leipzig spielt schon seit Jahren. Da ist viel Potenzial und viel Qualität. Und die Liga ist gereift, dadurch, dass sie auch jetzt ein Playoff-System entwickelt haben, wo die Liga bis Februar gespielt wird und die ersten 60 qualifizieren für die Meisterrunde, dass auch mehr Schwung und mehr, ja, dass die Liga auch interessanter wird in dem Sinne. Und man muss wirklich sagen, ich würde es jedem jungen Spieler würde ich es empfehlen, dahin zu gehen und sich da zu entwickeln, weil da kann man reifen. Da kann man auch in Ruhe reifen. Aber die wollen jetzt natürlich wissen, ja, wie schafft man das denn überhaupt? Wie kommt man denn in Dänemark auf Marvin Poirier? Liegt es ausschließlich an der Attraktivität? Attraktivität von mir? Kann ich mir gut vorstellen. das war damals so. Ich war damals noch auf Schalke und das lief dann über Berater und über Kontakte und dann lief eins auf den anderen, weil ich wollte spielen. Ich war noch, da war ich halt noch sehr jung
Und ich wusste, ich brauche Spielpraxis, ich muss spielen. Und da ja, kam Dänemark gerade recht, um mir die Plattform zu bieten, die ich brauche. Aber da gibt es ja auch eine kuriose Geschichte, die konnte ich nicht zu Ende recherchieren. Deswegen bin ich froh, dass du da bist. Du warst ja auch dänischer Meister mit Kopenhagen 2015, 2016. Aber du warst ja auch gleichzeitig nach Russland verliehen. Kannst du uns mal die Geschichte erklären? Ja, das war die Zeit. Ich bin damals nach Kopenhagen gekommen, wo Ariel Jakobsen, Belgier, noch Trainer war. Und nach zwei, drei Spielen, weil du halt, wenn du in Kopenhagen spielst, man kann sich das so vorstellen, das ist so der FC Bayern von Skandinavien. Und du musst liefern, du musst deine Leistung bringen und du musst gewinnen. Ja, du musst jede Saison um die Meisterschaft mitspielen, du musst jede Saison um internationale Plätze mitspielen. Also du hast ein gewisses Prestige, was du erfüllen musst. Und wir sind etwas vom Weg abgekommen, haben die ersten zwei, drei Spiele auch nicht so die Resultate, wie gesagt, wie es jetzt auch hier ist, nicht gebracht, wie es gebracht werden sollte. Und dann auf einmal war Trainer weg und Ståle Solbakken kam wieder. Und das ist ja kein Geheimnis oder so, aber ich spielte bei Ståle nicht so wirklich die Rolle, die ich mir vorgestellt habe. Und dann kam die Option Russland. Der war vermutlich neidisch auf deine Haarpracht. Daran wird es gelegen. Kann gut sein. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder Trainer, der gewissen Haarausfall hat. Oder Im Übrigen, falls die Leute zu Hause denken, das war nur ein Abstecher. Du hast es ja gesagt, 5 Jahre, 134 Spiele in der ersten dänischen Liga, 38 Tore, 14 Vorlagen. Alex, das sind 38 Tore und 14 Vorlagen mehr als wir zwei zusammen. Ja. Ja, vielleicht müssten wir mal auf den Platz gehen. Vielleicht sagt er doch einige Qualität besser als ich. Nee, die Zeit ist vorbei. Aber du hast das eben mit dem Haarausfall so lustig angesprochen. Da können wir ja gleich mal auch drüber sprechen, weil die Trainer, die tatsächlich eine Glatze haben, zum Beispiel Marco Antwerp bei Kaiserslautern oder ich glaube André Schubert damals müsste das gewesen sein, ne? Mit Braunschweig, da bist du dann nicht so lange geblieben. Ich meine, das ist bei dir schon kurios. Du steigst mit Mannschaften auf in die zweite Fußball-Bundesliga, damals ja auch mit Karlsruhe, 22 Tore damals geschossen. Ich glaube, 17, 18 war das, glaube ich, mit dem KSC, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und hast da alles gezeigt, alles unter Beweis gestellt. Aber bei der zweiten Liga ist dann irgendwie Feierabend. Liegt das dann am Geld oder mangelt dann die Qualität oder bist du zu verrückt für die Trainer? Wo ist da das Problem? Ich glaube, es war eine schwierige Situation damals. Es kam ein auf den anderen. Es kamen auch familiäre Gründe hinzu am Ende der Hinrunde. Und es ist, vielleicht hätte man vieles aus der Welt schaffen können, wenn man sich an einem Tisch gesetzt hätte, wenn man miteinander gesprochen hätte, jetzt gerade in Karlsruhe, um zu sehen, dass es doch weitergeht. Ne? Und ich habe in dem Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr geht oder dass es nicht mehr funktioniert hat. Und ich wollte dann auch nicht in irgendwelcher Hinsicht auch dem Mannschaft schaden, ne? Dass ich da bleibe oder dass man merkt, ja, er ist nicht richtig bei der Sache, er konzentriert sich nicht, was ich nie machen würde. Ich würde immer alles für den Verein und auch für die Mannschaft geben auf dem Platz. Klar erzählt man immer, dass ich ein sehr schwieriger Typ bin, nur ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein Riesenunterschied zwischen schwieriger Typ oder einfach ehrlich sein oder direkt sein. Der Punkt ist so, dass ich dann nach Braunschweig gewechselt bin, die Chance hatte, in eine sehr intakte und sehr harmonische Mannschaft zu kommen, die für mich meiner Meinung nach vom Mannschaftsgefüge her das Beste war, was ich je erlebt habe in Braunschweig. Dadurch dann auch den Aufstieg geschafft haben, was super war. Und dann führte eins auf den anderen. Irgendwie kam der Kontakt dann nicht mehr zustande zwischen Braunschweig, mir und meinem Berater. Und hat man halt von einer Weiterverpflichtung abgesehen. Also ne, wollte man halt nicht weiter fortführen. Jetzt frage ich mich natürlich als Zuhörer dieser Geschichte, wann könnten wir da vielleicht mal konkret
werden. Ne? Du hast ja versucht, das alles ein bisschen zu umschreiben und Ehrlichkeit und hier und da. Es gab doch sicherlich bestimmte Situationen, sowohl in Karlsruhe als auch in Braunschweig, die schlussendlich dazu geführt haben, dass man sagt, komm, das lassen wir lieber. Gibt es da auch etwas, wo du sagst, da hätte ich anders reagieren sollen, da hätte ich vielleicht ein bisschen freundlicher oder ein bisschen nicht so direkt sein sollen? Gibt es da irgendwelche Momente? Ja, das sind Punkte, wo ich dir wahrscheinlich zustimme, wo ich sage, ja, vielleicht hätte ich in vielen Situationen, wir sind gerade nach dem Aufstiegsjahr in der zweiten Liga, ist schwer, ist was anderes, wir müssen uns auch dann erst da wieder finden, vielleicht hätte ich da etwas ruhiger sein sollen oder vielleicht auch etwas sachlicher sein sollen, anstatt immer vorzupreschen, um eine Entwicklung zu hineinpressen in dem Sinne, weil klar ist, ich bin sehr ehrgeizig, ich will immer jedes Spiel gewinnen. Und dann verschließt man auch die Augen vor dem, was man selber vielleicht macht oder vielleicht selber auch sagt. Und klar ist das ein Fehler, definitiv. Aber die Sache ist passiert. Man hat sich jetzt am Ende hin ausgesprochen. Man ist in Freundschaft auseinandergegangen in Karlsruhe, wo ich auch sehr zufrieden drüber bin, weil ich dem Verein sehr viel zu verdanken habe, definitiv. Weil sie mich zurückgebracht haben nach Deutschland, weil sie mir die Chance gegeben haben, gerade auch für so einen Verein zu spielen wie den KSC, dann das Aufstiegsjahr mitzumachen, ein Teil davon zu sein, das war für mich oder ist für mich immer noch eine große Ehre. Und dafür werde ich dem KSC immer dankbar sein. Wie es schlussendlich oder was schlussendlich den Ausschlag gegeben hat, das möchte ich nicht kommentieren. Das werde ich auch nie kommentieren, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas ja zu sagen oder zu tun hat. Dann gehen wir mal eine Station weiter. Ich glaube, ich habe da vorhin was durcheinander geworfen, aber du bist ja mit Marco Antwerpen bist du aufgestiegen, ne? In Braunschweig, so war es nämlich, genau. Dann warst du ja auch in Kaiserslautern. Er kam dann auch wieder mit dazu. War das dann einfach so eine Geschichte, das passt mit dem Trainer nicht? Oder war in Kaiserslautern nach diesem schwierigen Jahr sowieso alles so, dass man gesagt hat, du brauchst einen Neuanfang? Sagen wir es mal so. Ich bin mit Marco Antwerpen aufgestiegen in Braunschweig. Ob er großen Anteil daran hatte, wage ich zu bezweifeln, bin ich ganz ehrlich. Weil wir als Mannschaft waren so komplett und so eine Einheit, dass wir es wirklich vieles aus eigener Hand geschafft haben. Weil wir wussten, mit der Qualität und mit dem Potenzial kannst du nur aufsteigen. Was in Lautern passiert ist, und da komme ich wieder zurück auf Ehrlichkeit, wenn man sich vor der Kamera stellt oder wenn man sich über jemand anderes äußert, dann sollte man den Kontext und den Sachverhalt richtig darstellen und nicht irgendetwas oder über irgendetwas reden oder über irgendjemanden reden, wo ihm gerade wahrscheinlich nicht die Nase passt, oder irgendeinen gedanklichen Aussetzer mal wieder hat, wie es vorher auch immer der Fall gewesen ist, dann sollte man besser gar nichts sagen und schweigen. Und ein schönes Sprichwort ist immer, hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben. Das war jetzt sehr kryptisch. Wir freuen uns natürlich über ehrliche und auch solche Worte, die natürlich, wo andere Leute sich denken, okay, gut, was hat er da gerade gesagt? Ne? Das passt ja auch zu dir, das hast du uns ja auch gerade erzählt. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, wenn du sagst, bei Marco Antwerpen, der war Trainer und ob er da irgendwie einen Teil dazu beigetragen hat für den Aufstieg. Ich gehe mal davon aus, er hat ja nur nicht da gestanden wie eine Pylone und alles ist gelaufen, sondern er war ja auch schon wichtig. Das ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Fehde, oder? Er war ein Teil. Er war ein Teil von dem, was die Mannschaft erreicht hat. Ja. Mehr auch nicht. Und was meintest du mit später Kaiserslautern, mit diesem, wärst du lieber ruhig geblieben? An wen war das adressiert? Ja, genau, wie gesagt, Marco Antwerpen. Ja, weil wenn man versucht, in den Medien jemanden zu kritisieren oder jemanden schlecht zu machen, dann sollte man vorher mal mit der Person gesprochen haben und auch mal in vier Augen mit der Person gesprochen haben. Das war in dem Fall nicht so.
Und ja, also für mich war aber schon vorher klar, dass ich gerne, und das hatte ich ja auch schon mal betitelt, gerne bei Kaiserslautern bleiben möchte, weil ich mich mit dem Verein hundertprozentig identifizieren kann. Aber die Geschehnisse, die danach passiert sind, haben für mich, meiner Meinung nach und auch für meine Familie, keinen Sinn mehr ergeben, weiterzumachen oder weiter unter diesem Trainer zu arbeiten. Und wenn du ihm am Sonntag begegnest, wir kennen dich ja auch als den Typen, der auch mal die Vergangenheit hinter sich lassen kann, bist du auch einer, der sagen würde, ich kann einen Handshake machen, man kann sich aussprechen, also steht da ein Angebot auch da für Marco Antwerpen? Das Schlimme bei dieser ganzen Sache ist, dass man, dass, wie ich schon diese Vorfälle ja, angedeutet habe, dass man da auch schon mal eine Aussprache hatte miteinander und es nichts, wirklich nichts gebracht hat. Aber wie gesagt, ich bin auch kein nachtragender Mensch, das stimmt. Aber man kann sich grüßen, ich werde auch Hallo sagen, ich werde auch einen Handshake machen, alles gut, aber alles, was danach passiert, oder alles, was danach kommt, bin ich nicht für bereit. Ich stelle mir jetzt vor, ist ja Sonntag 13:45 Uhr im Übrigen live und exklusiv bei Magenta. Ich darf das Spiel sogar kommentieren. Jetzt stelle ich mir vor, 90. Spielminute, Marvin Poirier macht den Siegtreffer und sagt dann, er jubelt nicht. Ich glaube, der läuft ohne Kleidung Richtung Marco Antwerpen und jubelt da mal ganz schön, oder? Nein, wie gesagt, das tue ich wirklich nicht. Das tue ich auch den Fans gegenüber nicht, weil sie mich wirklich mit allen Facetten, die ich habe, immer unterstützt haben und mir immer ihr Vertrauen geschenkt haben. Wie gesagt, es war eine schwierige Situation. Für die Fans war es nicht einfach, weil für die Stadt lebt rot-weiß und die trägt den Teufel im Herzen, könnte man sagen. Und für uns war es auch nicht leicht, weil wir wussten ganz genau, dass das steigst du mit einem Verein wie den ersten FC Kaiserslautern ab, gehen ursprünglich auf einmal die Lichter aus und das will man nicht. Das will man einfach nicht, weil dieser Verein gehört eigentlich wieder nach oben und gehört eigentlich wieder dahin, wo auf die ganz große deutsche Fußballbühne, meiner Meinung nach. Du hast gerade gesagt, trägt den Teufel im Herzen. Da ist mir sofort eingefallen, das könnte auch auf dich zupassen, oder? Du bist ja ein großer Familienmensch. Du hast ja zum Beispiel zusammen mit deiner Familie oder mit deiner Frau einen Instagram-Kanal und da hat dir deine Frau Pia mal zum Geburtstag gratuliert mit den Worten, du treibst mich täglich in den Wahnsinn, hat sie da gesagt. Aber sie liebt dich auch. Ja, sie hat viele positive Facetten hervorgerufen. Aber warum sagt sie das? Warum treibst du sie in den Wahnsinn? Was stimmt da nicht mit dir? Weil meine Frau sagt immer, ich bin positiv verrückt. Ja, und das trifft wirklich gut auf mich zu, weil ich mache jeden Quatsch mit mit unseren Kindern. Und wir unternehmen viel. Und für mich steht der Spaß also immer im Vordergrund. Weil wenn du Spaß hast und Freude am Leben hast und das Leben genießen kannst, dann ist das schönste Geschenk, was man hat, wenn man eine Frau hat, wenn man drei Kinder hat, die gesund sind, die ja vital sind und mit denen du alles machen kannst. Und ja, ich habe auch mal ein Späßchen dran, wenn ich meine Frau zwischenzeitlich mal necke. Ja, aber man sagt ja so schön, das, was sich neckt, das liebt sich. Ehrlich, ganz, ganz tolle Worte, finde ich überragend. Du hast ja jetzt auch noch ein bisschen was vor dir. Ich meine, du bist 30. Du hast mal 2016 ungefähr gesagt, so, ey, in Deutschland kriege ich keine Chance. Jetzt hast du die Chance wieder. Du bist wieder auf der Landkarte im Profifußball, jetzt bei den Würzburger Kickers. Was ist denn der Traum für die nächsten Jahre eines Marvin Poiriers? Ich weiß, dass noch vieles geht, wenn ich wenn ich verletzungsfrei bleibe, wenn ich weiter hart an mir arbeite und auch weiterhin kritikfähig bin, um diese Kritik oder diese Kriterien zu verbessern, um besser zu werden, glaube ich schon, dass eine Menge drin ist. Aber jetzt steht erstmal im Vordergrund, dass wir Würzburger Kickers, dass wir aus dieser Abstiegszone rauskommen. Und ja, ich lasse mir die Zukunft immer offen. Ich gestalte meine Zukunft nach meinem Ermessen und man wird sehen, was passiert. Auf jeden Fall möchte ich noch was erreichen, ja. Es passieren ja auch manchmal Dinge, mit denen man wahrscheinlich nie gerechnet hat. Und jetzt möchte ich deswegen nochmal einen ganz großen Sprung zurück machen.
FC Liverpool, ja, die kennen wir mittlerweile, Jürgen Klopp, englischer Meister, Champions League-Sieger, ein überragendes Stadion, fantastische Fans auf der ganzen Welt. Und einer hat das Trikot getragen, nicht weil er sich das irgendwo gekauft hat im Urlaub, sondern weil er dort gespielt hat. Und das bist du, Marvin Poirier. Das steht bei dir in der Vita. Das muss ein fantastisches Gefühl gewesen sein. Wie kam das überhaupt zustande? Ich war ja, da war ich noch bei Borussia Dortmund in der Jugend. Und durch Zufall ist jetzt auch, also ich kann mich vage daran erinnern, durch Zufall kam dann irgendwann mal im Gespräch, ja, dass Liverpool gerne mal ein Probetraining hätte oder dass ich zu Probetraining gehe. Da wusste, war mir klar, die Chance will ich nutzen. Ja, und dann fragte man mich, ob ich mit Familie komme, ob ich alleine komme, ob ich mit Berater komme, ne? Weil da fing das wohl schon so mit Beratern und allem drum und dran an. Und da habe ich gesagt, du, ich, oder zu meinen Eltern, ich fahre alleine hin. Und war dann eine Woche alleine in Liverpool. Und ich muss ja die in Liverpool dann so überzeugt haben, dass sie mich nach 2 Tagen dann schon hoch zu den Profis zum Training geschickt haben. Ich da reinschnuppern durfte. Ja, und da ging für mich, ja, wie soll ich sagen, das war, da ging für mich ein Kindheitstraum auf. Ne? Man trainierte zusammen mit Dirk Kuyt, man trainierte zusammen mit Steven Gerrard, Jamie Carragher, Peter Crouch, es war unfassbar. Und dann kam dann auch noch Fernando Torres, wo er in der Zeit mein absolutes Vorbild, mein absolutes Idol war. Das war der pure Wahnsinn. Ne? Und ich kann mich noch an die erste Trainingseinheit erinnern, wo wir haben ein Kleinfeld-Turnier gehabt und ich kriege gerade so über außen den Ball und auf einmal habe ich vergessen, mir das Nummernschild von dem Laster zu merken, aber Momo Sissoko hatte mich auf einmal so auf die Hörner genommen und hatte mich so über den Handlauf geschmissen, dass ich mich zweimal wackeln musste. Und aber dann ging es auch wieder weiter. Und das mochte man damals so an mir. Und dass ich dann, dass ich diesen Ehrgeiz hatte, dass ich diesen Willen hatte, dann auch, ne, wieder auf den Platz zu gehen. Und es war eine Erfahrung, wie gesagt, die ich nicht missen möchte, weil es war eine wunderschöne Zeit. Du bist durch viele Länder und Vereine getingelt. Da ist dann natürlich manchmal die Frage, bin ich da auch immer komplett mitgekommen oder ist etwas von mir dort geblieben? Wo befinde ich mich überhaupt? Wie sieht's aus mit Freundschaften? Ist dir das noch wichtig? Ist das überhaupt möglich im Fußballgeschäft, Freundschaften zu bekommen, zu entwickeln, diese auch zu pflegen? Oder hast du für dich gesagt, das eine ist jetzt das Geschäft und das andere ist meine Familie und das reicht mir? Klar, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und mein Motto war eigentlich immer so, da wo der Ball rollt, da bin ich zu Hause. Seitdem ich meine Frau und meine 3 Kinder habe, ist das komplett das Gegenteil jetzt. Freunde, ja, also oder Bekannte oder gute Mannschaftskameraden sind geblieben. Die Besonderheit, die ich zum Beispiel mit Toni Fink hatte in Karlsruhe, die war nicht nur auf dem Platz so, die war auch außerhalb des Platzes so. Die Freundschaft ist geblieben, die ist noch da. Wir telefonieren viel, wir reden viel. Er ist auch unter anderem der Patenonkel meines unseres jüngsten Sohnes. Und auch mit anderen habe ich noch oder bin ich auch noch in Kontakt und wir telefonieren, man schreibt mal, man sieht sich ja auch jetzt auch noch, wenn man gegeneinander spielt, immer noch auf dem Platz. Also irgendwann sagt man ja immer Augen aus dem Auge, aus dem Sinn. Im Fußball ist das nicht so. Irgendwo und irgendwie trifft man sich immer, auch wenn man dann am Ende gegeneinander spielt oder zufällig mal wieder miteinander spielt. Aber was am Ende bleibt, ist die Familie. Ja, und das sind auch die Menschen, die dich auch immer weiter unterstützen, egal wie du bist, egal was du machst, egal was du tust. Das sind die Menschen, die dich lieben, die dich unterstützen, die jeden Tag bei dir sind und jede einzelne Facette an dir lieben. Was sagst du jetzt? Gut, rede nicht mit meiner Frau darüber, ich weiß nicht, wie sie es sieht, aber ich hoffe genauso.
Was für ein fantastisches Schlusswort, Marvin Poirier. Hat total viel Spaß gemacht. Das war eine 30. Episode, wie ich mir sie jetzt schöner nicht vorstellen können. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir sind sehr gespannt, wie es dann am Sonntag läuft gegen Kaiserslautern. Bin ich auch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Auch. Und euch zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Und gleich 30 Episoden. Da hättest du wenigstens mal ein paar Luftballons oder sowas aufhängen können. Ja, wenn ich das gewusst hätte, würde ich kommen. Hätte ich die Wand noch schöner gestaltet am Ende. Das hätte auch nichts gebracht. Dankeschön. Nichts. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.